Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Come On Jetzt. Wir haben etwas ganz Besonderes heute vor, und zwar sprechen wir über die Hygienedemos und wir sprechen darüber mit Florian Kirner und Petram Schaja. Hallo Florian, hallo Petram. Ihr Hallo. zwei wart gute Freunde von Ken Jebsen, der diese Hygienedemos ja maßgeblich mitbestimmt. Haben eure Kritiker, die euch damals vorgeworfen haben, Ken Jebsen fischt im rechten Rand, er ist kein sauberer Geschäftspartner, kein sauberer Medienpartner, haben eure Kritiker von damals recht behalten? Also aus meiner Sicht haben sie teilweise recht behalten und in der Methodik, die dazu geführt hat, dass sie recht behalten haben, sehr dramatische Fehler gemacht. Ich möchte das mal kurz so schildern. Ken ist eine sehr widersprüchliche Figur. Ich glaube, da sind sich alle einig. Auch der Diskurs, den er führt, ist sehr widersprüchlich. Sachen, die man aus einer linken Perspektive nur unterstützen kann, würde ich sagen, überwiegen eigentlich auch seinen Diskurs. Sachen, wo es einem die Zehennägel aufdreht und man denkt, oh Gott, ja, kommen allerdings immer wieder vor und kamen immer wieder vor. Also man hat es auch nicht mit einer sehr aufgeräumten, systematischen Figur zu tun, sondern man hat es mit einem Charismatiker zu tun, der über eine hohe Entzündlichkeit verfügt. Ja? Und ich muss sagen, diese Entzündlichkeit, diese Bereitschaft, auch in Aktion zu kommen, ins Rollen zu kommen, war was, was mich bei Ken auf jeden Fall auch sehr angezogen hat. Jetzt muss man sehen, 2014 war ja damals diese Zeit, Ukraine-Krise, Mahnwachen für den Frieden. Da sind Petram und ich ja so als die ersten etwas bekannteren Linken rein und haben sozusagen dieses Blockadediktat, was da von Jutta Ditfurth und anderen ausgerufen wurde, durchbrochen. Ich muss sagen, damals hat eine sehr große Rolle bei mir gespielt die Verzweiflung auch über den Zustand der radikalen Linken, was meine politische Sozialisation und Beheimatung ist. Und ich hatte damals das Gefühl, das ist also auch diese Mobbingkultur auf der Linken, das ist also schrecklich, man musste irgendwie ausbrechen. Und so sind wir da hinein geraten, aber auch sehr bewusst hineingegangen in dem Versuch, etwas Neues mitzustarten. Tatsächlich ist es so, die Entwicklung, die das jetzt speziell bei Ken nimmt, ist auf jeden Fall so, dass ich und er jetzt auch nicht mehr zusammenarbeiten. Wobei ich diese Verteufelung von ihm weiterhin ja, schwierig finde. Ich Ja, ich sehe es. glaube, das sieht Petram ein bisschen anders. Petram, wenn ich die gleiche Frage so quasi an dich stellen darf, bedauerst du es, dass du mit KenFM zusammengearbeitet hast? Nee, ich bin sogar ziemlich stolz drauf, weil ich glaube, eine Linke, die sich mit einem Ken Jebsen von 2014 und mit diesen Mahnwachenbewegungen von 2014 nicht in Dialog tritt und nicht mit denen kooperieren, nicht die Kooperation sucht, nicht die Umarmung Menschen sucht, wie die damals drauf waren, wie sie damals drauf waren. So eine Linke hat eigentlich keine Zukunft. Ich glaube, das große Problem, die wir in den Linken in der Vergangenheit noch viel stärker als heute hatten, war, dass sie zu sehr in ihre eigene Bubble waren, zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren und das auch mit ein Grund war und ist, dass Bewegungen, Protestbewegungen, Dissidenz außerhalb der linken Blase entstehen, außerhalb der linken Milieus entstehen und dass man es als Linke lernen muss, mit Bewegungen, die nicht von Linken kontrolliert werden, umzugehen, da auch solidarisch zu sein, wenn die Belange, wenn die Inhalte ähnlich sind mit denen, die wir suchen. Und ich finde, wenn man die Geschichten von hinten erzählt, sind manchmal Sachen vielleicht klarer. Aber Markus, du, wie viele Leute hast du gesigned in deine vergangenen, als du mal Royal Bunker gemacht hast? Und was ist aus denen später geworden? Konnte man das damals schon sehen? Also Menschen entwickeln sich. Und mein Empfinden ist, dass KenFM von 2014, 15, 16 nicht mehr der KenFM von heute ist. Damals war das auch ganz bewusst von Ken Jebsen, dass er die Nähe zur Linken gesucht hat,
dass es sich umrahmt hat mit linken Akteuren, zu Linken wollte, aber die Linke, nicht alle, aber die organisierte Linke ihn abgestoßen hat in eine absolut bis heute absolut unsaubere, unsolidarische Art und Weise. Und ich finde, wenn man die Entwicklung von Ken Jebsen verstehen will, muss man zwei traumatische Erfahrungen eigentlich in Rechnung stellen. Das eine ist, wie er aus dem RBB rausgemobbt worden ist. Ich glaube, das hat bis heute bei ihm so eine unglaubliche Wut, Hass, Rachelust gegen die Medien und gegen die da oben produziert. Und das andere ist diese traumatische Erfahrung, obwohl er die Nähe und zu Linken gesucht hat, dass die organisierte Linke, insbesondere damals ging es um die junge Welt, ihn wirklich sehr schlimm behandelt haben, mit Unwahrheiten und so weiter abgestoßen haben. Das hat für ihn, glaube ich, eine zweite traumatische Erfahrung produziert, die auch seinen weiteren politischen Werdegang erklärt, die dann sozusagen sich sehr viel stärker aus dem linken Kosmos rausbewegt hat, wo er heute ist, worüber wir dann zu reden haben. Jetzt hat Florian aber gesagt, dass Ken Jebsen es immer wieder hinkriegt, irgendwie einigermaßen vernünftige Sachen zu sagen, um dann aber doch immer wieder auch Sachen zu sagen, wo sich einem die Zehennägel aufrollen. Ihr habt beide lange mit ihm zusammengearbeitet. Warum kriegt man das nicht in den Griff? Warum kriegt man da, also warum kann man so einer Person dann nicht klar machen, ey, bestimmte Themenbereiche, bestimmte Analysen sind einfach falsch, die kann man nicht mitgehen. Von dem, was ich manchmal beobachte, wie ich ihn auch so als Medienperson kennengelernt habe, kommt es auch immer wieder sehr stark auf den Gesprächspartner an. Also er hat ja auch immer die Tendenz, irgendwie so dann gewisse Dinge abzunicken, wenn dann irgendwelche Leute vor ihm sitzen, die dann sagen, die Flüchtlingsströme sind von Soros und den Amerikanern inszeniert, dann nickt er das einfach so ab. Was könnte man da unternehmen, dass es zu solchen analytischen Fehlschlüssen nicht kommt? Und das kommt ja in regelmäßigen Abständen dazu. Naja, aber schau mal, also erstmal, was analytische Fehlschlüsse angeht, muss ich dir sagen, also die deutsche Linke, die ich so in den letzten 20, 30 Jahren erlebt habe, war beginnend mit den DDR-Fans, die Linke in meiner Jugend noch dominiert haben, also auch nicht gefeit. Gleichzeitig ist es aber so, muss man, glaube ich, ein bisschen auch anschauen, dieses Gesprächsformat, KenFM im Gespräch, dieses Interviewformat, das ist so ein bisschen das Konzept, die Leute reden zu lassen. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber es ist tatsächlich so, er lässt sich das wenig anmerken, ob er die Leute mag oder nicht mag. Und das ist so ein bisschen sein Ding, die Leute da reden zu lassen. Entscheidend ist eigentlich das, was er eben selber sagt. Der Sender heißt ja auch KenFM, er ist am Ende eben eine Ein-Personen-Firma. Das ist natürlich immer ein bisschen ein Problem. Und das haben wir im alternativen Mainstream, also im digitalen Mainstream, wie ich das nenne, ja überall. Jung und naiv ist halt Thilo Jung. Nachdenkseiten sind Albrecht Müller. Rubicon ist Jens Wernicke. KenFM ist halt Ken und so weiter und so fort. Also das heißt, immer eine Figur, die das Ganze aufzieht. Und das heißt natürlich auch, wenn die dann an einer Stelle falsch liegt, dann ist es sehr schwer, das irgendwie korrigiert zu bekommen. Jetzt aber nochmal die Frage, wie hätte man das verhindern oder wie hätte man das besser kontrollieren können, sozusagen, ja. Grundsätzlich ist es, glaube ich, gerade so, dass also mein Weg in die Mahnwachen und in diese Szene gerade auch eine Rebellion von mir gegen eine sehr kontrollierte Linke war, wo auf verschiedenen Ebenen eben sehr stark kontrolliert wurde, was darf gesagt oder gedacht werden und wie darf das passieren. Und ich wohne ja seit 2008 in einem kleinen Dorf von 320 Einwohnern in Südthüringen. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, also das, was diese urbane, radikale Linke da veranstaltet, das versteht ja hier kein Mensch. Also ich hatte das kürzlich, da war Bodo Ramelow hier auf dem Marktplatz, also nicht in unserem Dorf, sondern in der Kreisstadt. Und dann hatte Solid einen Stand mit Aufklebern. Und diese Aufkleber waren alle so in diesem Swag von, also sexistische Kackscheiße wegbassen. Und ich dachte, und jetzt hast du dieses Publikum, was die Linkspartei hier zieht, die waren alle zwischen 70 und 80 Jahre alt. Jetzt ist Solid der Jugendverband, schön und cool, aber weißt du, was ich meine? Das war so meilenweit entfernt, ja. Und jetzt nochmal bei Ken, wir haben ja mit ihm wirklich viel auch erlebt. Ich meine,
ja, zwischen Pedram und Ken gab es eine Love Affair, eine politische, auch darüber, dass sie beide Iraner sind. Ken hat Pedram auch gegen erhebliche Widerstände in seiner Online-Gefolgschaft gepusht ohne Ende. Ich glaube, dass Ken von Haus aus vielleicht kein systematischer Denker ist, sondern eher ein impulsiver, sozusagen gefühlsgesteuerter Typ. Aber letzten Endes glaube ich doch, er wollte nach links. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe den erlebt, wir waren 3 Tage in Athen, wie der vor einer kommunistischen Arbeiterdemo, da ist er mitgelaufen, der hatte also wirklich leuchtende Augen, der war überglücklich. Das wäre aber in Deutschland nirgends möglich, weil Ken kann nicht in Hambacher Wald, Ken kann auf keine Demo in Berlin, außer die total obskuren, gehen, ohne dass körperliche Angriffe drohen. Das ist also tatsächlich so. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass es nicht nur an den Fehlern der Linken liegt, dass er sich entwickelt hat, wie er sich entwickelt, weil das, da habe ich vielleicht mit Pedram Dissens, das, wie er sich jetzt entwickelt, da gibt es natürlich einen Haufen Leute, zum Beispiel auch meine Mutter, Pedrams Mutter, Pedrams Schwester, also ganz viele Frauen in unserem Umfeld haben von Anfang an gesagt, irgendwie der Typ ist ihnen überhaupt nicht geheuer. Und viel von dem, was jetzt deutlich wird, war ja anderen Leuten als Pedram und mir eben auch vor 6 Jahren schon offensichtlich ziemlich klar. Insofern bin ich da nicht frei von Selbstkritik oder von der Möglichkeit, dass wir da was nicht gesehen haben, was vielleicht schon sichtbar war. Ja, schade. Schade, dass wir an dieser Stelle auch keine Frau im Team haben, die vielleicht auch wieder auf die Schwächen hinweisen würde und dass es jetzt so ein bisschen Buddy-Talk ist. Naja, also er wurde auch zurückgestoßen und er hat eine schwere Kindheit gehabt und so weiter und so fort. Es kommt ja so gerade so ein bisschen so rüber. Aber Pedram, diese neueren Entwicklungen, diese Hygienedemos, diese Sachen vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, die haben eine ganz andere Qualität jetzt. Was passiert da eigentlich gerade? Lass mich noch eine Sache zu diesem Thema sagen, dann kommen wir zu den Hygienedemos, weil ich finde das wichtig, wenn wir diese Entwicklung verstehen wollen. Es gibt nämlich eine andere Entwicklung, es gibt ein anderes Gegenbeispiel, das ist Joe Rogan aus den USA. Ja. Ja, das ist der erfolgreichste Podcaster, den es in den USA gibt, der auch hochproblematische Sachen früher von sich gegeben hat. Von Homophobie, Transphobie, der kommt aus dem Wrestling, ja. Ist kein sauberer Typ, der aus dem linken Kosmos kommt, ja. Er hat ganz viel mit Alex Jones zusammengearbeitet und so und wurde eigentlich jahrelang so gefühlsmäßig eher rechts einsortiert. Genau, der würde eher rechts einsortiert, aber der hat einfach durch andere Erfahrungen, ja, jetzt sich immer weiter sozusagen auch den politischen Linken in den USA geöffnet, bis hin zu, dass er zu Sanders aufgerufen hat, zur Wahl von Bernie Sanders. Also auch solche Entwicklungen gibt es. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt auch zu den Hygienedemos kommen oder insgesamt zu der Haltung der politischen Linken, dass man lernen muss, mit Menschen, die nicht aus dem linken Kosmos kommen, eine andere Haltung zu haben, als in jedes Wort umzudrehen und mit vielleicht für mich oder für dich chaotische Denksysteme anders umzugehen, als man so eine saubere, klar strukturierte Denksysteme erwartet. Weil das ist auch vorbei. Diese alten Zeiten, diese alte Rahmen, ja, die brechen ja auf. Chaos ist in der Welt, man muss sich nur draußen angucken, entsprechend auch ist Chaos in unseren Köpfen. Jetzt zu den Hygienedemos, weil das genau dazu passt. Ich bin ja kein politischer Freund derjenigen, die sagen, Lockdown muss schnell runter und so weiter. Ich bin einer gewesen, der für... Ich nehme die Pandemie sehr ernst. Ich finde, die Pandemiebekämpfung ist gerade das oberste Gebot. Schutz vom Leben ist das oberste Gebot, etc. Aber es ist völlig klar, dass es Menschen gibt, und es werden immer mehr, die mit der aktuellen Politik der Regierung nicht einverstanden sind, wie diese Lockdowns durchgeführt worden sind, und dass diese jetzt auf die Straße gehen. Ich finde es überhaupt nicht in Ordnung, dass wieder mit diesen Begriffen wie Querfront, alles rechts, rechts, alles Verschwörungstheoretiker und so weiter auf diese Szene draufgehauen wird, weil man die Natur der Sache überhaupt nicht versteht. Wir haben in Stuttgart mehrere tausend Leute auf der Straße gehabt, die für Grundrechte auf die Straße gehen. Das ist ihr Hauptclaim, ihre Hauptforderung. Sie haben sich klar von rechts distanziert. Natürlich gehen die Rechten dahin. Natürlich in Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz auch Nazis gewesen. Aber die Veranstalter vom Rosa-Luxemburg-Platz sind dezidiert keine Rechten. Ja, und die haben sich ganz klar davon distanziert. Ich finde, mit diesen Kategorien links-rechts versteht man diese Mengen nicht mehr, sondern wenn man das so macht mit alles Rechte,
treibt man die Leute eher noch in die Fängen der Rechten, sondern man muss sich mit den inhaltlich auseinandersetzen, man muss das sehr differenzieren. Und differenzieren heißt zu sehen, dass da ganz unterschiedliche Leute da sind, mit ganz unterschiedlichen Motiven, und dass man die Belange und die Probleme erstmal ernst nehmen muss. Ja, weil ein Lockdown ist nicht witzig, ja, und viele Leute leiden drunter und sagen, das muss nicht so sein. Ich sehe das anders, aber ich finde es eine pauschale Verurteilung. Solche Mobilisierung führt ins Nirgendwo. Und das finde ich ein bisschen schade, dass in vielen linken Kanälen gerade das wieder so gemacht wird. Warte mal kurz, aber Petrum, ich denke, man muss aber doch zwei Sachen sehen. Jetzt kann man sagen, links und rechts, das ist alles sehr kompliziert geworden, und das ist auf jeden Fall natürlich für uns, die wir generationsmäßig irgendwie in einem alten Blockkonflikt aufgewachsen sind, Ostblock, Westblock, das war natürlich sehr übersichtlich, ist es heute nicht mehr. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die ich finde, sehr deutlich werden. Das eine ist ein gewisser Zug zu autoritären Charakteren. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, welche Art von Linken, linkssozialisierten Leuten ist denn das, die zum Beispiel bei KenFM reüssiert, dann sind es eben Leute wie Dagmar Henn oder Rainer Rupp. Das heißt, Leute, die aus unserem alten Koordinatensystem heraus einfach Stalinisten sind. Leute, die ein sehr autoritäres, etatistisches Bild von Linkssein haben. Dann sind es typischerweise auch Leute, die in so einer, im Grunde wie früher, Hauptnebenwiderspruchsdenke, die ganzen weichen Themen eigentlich für Larifari halten. Also man hat nichts gegen Schwule, aber man findet es auch irgendwie Quatsch, da jetzt Putin einen Riesenvorwurf zu machen oder so, oder das ist jetzt auch nicht die Hauptsache, solange der nicht irgendwie einen Krieg startet oder so. Also das ist auch sehr auffällig als ein Zug, der in dieser Szene kommt. Vielleicht musst du das nochmal ein bisschen näher erläutern, was Haupt- und Nebenwiderspruch sind. Naja, ich sag mal, in der kommunistischen, maoistischen Linken der 70er Jahre gab es eben diese Idee, es gibt den Hauptwiderspruch, das ist Kapital und Arbeit. Und dann gibt es eben diese Nebenwidersprüche, das sind eben so Geschichten wie eben Sexismus, Frauenunterdrückung, sexuelle Befreiung und so weiter. Und die Idee war halt, wenn man den Hauptwiderspruch dann gelöst hat zugunsten der Arbeit, dann wird sich der Rest schon irgendwie auch hinterher auflösen. Und ich sage mal, das hat ja gerade auch zur Formierung von neuer Frauenbewegung, Feminismus und queerer Bewegung und so geführt, dass man sich auch innerhalb der Hauptorganisationen der Linken eben nicht besonders gut aufgehoben gefühlt hat. Ja? Also in dieser Szene, die sich da um Ken herum bildet, ist also so, sagen wir, auch eine Form von martialischem Kämpfertum en vogue, die Ken selber ja auch sehr stark ausdrückt, die sich auch darin ausdrückt, dass das Verhältnis von Männern zu Frauen unter den Gesprächspartnern, die da eingeladen werden, also ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber ich sage mal, wenn das 25-1 ist, also 25 Männer für eine Frau, dann ist das, glaube ich, ein eher noch harmloser Wert. Das könnte auch 35-45-1 sein. Also das ist alleine bei dieser Talkshow-Positionen, die er macht, hast du ja praktisch von irgendwelchen 15, 18 Ausgaben, die es da bisher gibt, ungefähr 12 oder 13, wo überhaupt nur 5 Männer am Tisch sitzen. Ja? Das sind alles Sachen, die natürlich ein bisschen was nach sich ziehen. Ja? Also, dass man eben zum Beispiel auch mit autoritären Regimen vielleicht gar nicht so große Probleme hat, solange sie gegen die NATO und gegen die Amis sind. Und vor allem ist es aber auch so, dass eine differenzierte Haltung selten möglich ist. Wenn man sich jetzt das neue Video anschaut, da wird ja auch sehr viel Richtiges gesagt. Also ich zumindest finde das sehr, sehr problematisch, wenn sowas wie Gesundheitspolitik, was jeden einzelnen Menschen betrifft, am Ende monopolisiert wird von einzelnen Multimilliardären. Das will ich auch nicht. Aber dieses Bild, was er da aufzieht, wenn er sagt, Bill Gates hat heute mehr Macht als Roosevelt, Stalin, Hitler und Churchill zusammen. Also da muss ich sagen, das ist dann doch erstens also natürlich einfach albern. So, und überhaupt, es zeigt auch mal wieder, wie selten historische Vergleiche wirklich besonders fruchtbar sind. Aber das ist natürlich auch ein Denken, ein Bild von Welt ohne Widersprüche, ohne Brüche. Also das ganze neue Video, was jetzt fast 3 Millionen Klicks hat von ihm, Gates kapert Deutschland, handelt ja von einer Zwei-Mann, also Mann und Frau, Bill und Melinda Gates, Diktatur.
dir die ganze Welt untertan ist. Und das muss ich sagen, da stelle ich mir die Politik und die Macht heutzutage doch etwas komplizierter vor. Jetzt hast du etwas angesprochen, was ich gestern zum Beispiel in Deutschland oder heute Morgen im Deutschlandfunk gehört habe. Da hat eine Konfliktforscherin auch darüber gesprochen, dass Männer tatsächlich es schwerer aushalten, divers zu denken oder in Widersprüchen zu denken. Ja, für die muss es klar sein, für die muss es Feindbilder geben. Ist das tatsächlich ein Männerproblem? Steuern wir bei Kommen da ehrlich gesagt auch drauf zu, weil unsere Frauenquote ist jetzt auch nicht so wahnsinnig berauschend, leider. Steuern wir da auch hin? Naja, wir suchen ja händeringend nach Feminisierung unseres Projekts. Und so schlimm ist bei uns ja nur auch wieder nicht aufgestellt. Flo ist halt eine Ausnahme als letzter Mann, der bei uns vor die Kamera darf. Wir suchen nur noch weibliche Menschen vor die Kamera. Ich glaube, das ist ein Aspekt. Ich glaube, so Aspekte, jetzt psychologisieren wir ein bisschen, ja. Aber so narzisstische Männer und so weiter, das ist schon ein reales Problem, der in der Politik immer stärker auftritt. Und ich muss auch sagen, dass uns nicht betrifft. Das sind so Sachen, wo ich auch ein bisschen früher nicht kritisch genug war. Das ist so, wenn ich mir sozusagen die Zeit anschaue bei KenFM, ich würde sagen, auf der Ebene war ich ein bisschen naiv, was Narzissmusprobleme betreffen, was auch ein bisschen Komplexreduktion, nenne ich das mal, angeht. Ja, sozusagen, wie man so undifferenziert wird. Hauptsache, es trifft die Richtigen. So habe ich auch ein bisschen gedacht, passt schon, ja, wenn man da nicht genug differenziert. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie heute ist es so wichtig, dass wir richtig differenzieren. Und lass uns das vielleicht die Diskussion auch in diese Richtung bringen. Wir haben ja diese Stuttgarter Demos angesprochen, die vielleicht auch diese ganze Bewegung Widerstand 2020, die vielleicht auch weiter hochgehen wird. Vielleicht ist es aber auch eine Eintagsfliege, das werden wir sehen. Aber das Video von Ken Jebsen, ich finde, das ist die Geschichte mit Gates. Das ist für mich ein ganz klares Stück, an dem man zeigen kann, dass KenFM das ja mit einem Anspruch angetreten war, Aufklärung zu machen. Und ich muss sagen, KenFM hat über die letzten Jahre sehr starke Aufklärung betrieben. Wenn ich mich an Interviews mit Rainer Mausfeld denke, mit Eugen Drewemann, mit grandiose Interviews, die da gelaufen sind, die Aufklärung im besten Sinne gemacht haben, glaube ich, dass dieses Video zeigt, dass der Rahmen von KenFM, aber auch der alternative Mainstream, wie Flo die ja nennt, inzwischen nicht mehr Aufklärung ist, sondern Volksverdummung. Und ich finde, Flo hat eine Sache angesprochen, dieses Bild, was von Bill Gates produziert wird. Ja? Es gab diesen Talk bei Dirk Pohlmann und andere, die heißt, glaube ich, was ist hier? Das dritte Jahrtausend. Das dritte Jahrtausend, ja. Sie haben dieses Bild gemalt so, es gibt den Dr. No, das ist aus James Bond Film, ja. James Bond jagt den Dr. No, ein Mann sitzt da mit seiner Katze, ja, und will die Welt beherrschen. Und genau dieses Bild bauen die gerade auf. Und man muss sagen, wenn ein Bill Gates mit seiner 80 Milliarden Dollar Vermögen es schafft, die Welt zu beherrschen, muss ich sagen, gratuliere, ja, dann bin ich auch bei dir. Also, das ist so abstrus, ja, und ich habe jetzt viel dazu, ich will es nicht lang Monolog halten, vielleicht kann man das auch mehr dialogisch diskutieren. Ich glaube, dieses Video zeigt, was das Problem gerade ist. Ja? Das Unbehagen gegen Lockdown ist verständlich, aber dieses Volksverdummung, dass zwei Menschen Deutschland kapern, heißt ja eigentlich, die kapern die ganze Welt, weil die Politik, die hier gemacht wird, passiert ja eine ganze Welt macht Lockdown, auch Putin macht Lockdown, auch China macht Lockdown. Auch, also alle werden von Bill Gates quasi dominiert. Das ist eine Verdummung, die stattfindet. Das ist Anti-Aufklärung. Ja? Und ich finde es spannend, wenn wir über Bill Gates sprechen, weil ich finde, das ist die eine Ebene, die in diesem Video zu diskutieren ist. Und die Schlussfolgerung, die das Video zieht, finde ich, in vielen richtigen Sachen werden da angesprochen. Aber es wird auch gesagt, verhaftet die Regierung. Und zwar verhaftet sie alle, ja, weil es gibt ja auch keine Opposition. Ja? Und verhaftet die Regierung und verhaftet sie alle, wo ist da die Grenze? Ich finde, es ist im Grunde so viel auch mit Meditation und wir sind für Frieden und so weiter, ist das eigentlich eine psychotische Energie des Bürgerkriegs, der hier sozusagen aufgezogen wird, was sehr, sehr gefährlich ist in solchen Zeiten. Ich möchte da jetzt mal ganz kurz einhaken. Also, wir haben ein Grundproblem, dass wir ein durchfinanziertes, kaputtgespartes, korruptes
Gesundheitssystem haben. Wir haben eine WHO, wo die Länder aufgehört haben, Beiträge zu zahlen, die zur Hälfte von der Pharmaindustrie oder von Stiftungen betrieben wird. Die Menschen nehmen wahr, dass alles durch diese Jagd nach dem Geldreichtum irgendwie vergiftet ist. Ja, also welches Forschungsergebnis kann ich akzeptieren? Welches Forschungsergebnis kann ich glauben? Welche Stiftung ist da im Hintergrund? Wer hat Drittmittel gegeben, um diese Forschung zu finanzieren? Und daraus entsteht einfach auch eine gewisse Art von Misstrauen. Dann aber wieder herzugehen und den Bogen zu schlagen, dass es halt ein Ehepaar ist, die die Welt beherrschen, das bezeichnest du jetzt als übertrieben oder das ist dann der Schritt. Aber wo setzt dann also dieses gesunde oder wo hört dieses gesunde Misstrauen auf und wo fängt diese Paranoia an und wie kann man da vernünftig argumentieren? Ja, also ich sitze ja mit meinen Kollegen in der Pause und sie fangen dann an, über Bill Gates zu sprechen, der einem die Chips implantieren möchte. Ja, es ist ja auch Fakt, dass wahrscheinlich auch diese Corona-Krise ein wahnsinniger Beschleuniger für eine kapitalistische Verwertungs-, also für einen kapitalistischen Verwertungszyklus sein wird, der aus Gesundheitsindustrie in der Mischung mit künstlicher Intelligenz stattfinden wird. Ja. Das sind Sachen, da wird gerade massiv rein investiert von den Tech-Riesen, von den Leuten, die viel Geld haben, die investieren in Unsterblichkeit. Ja? Die investieren darin, dass Daten in Algorithmen umgewandelt werden, die man dann als Gesundheitsvorsorge verkaufen kann. So, das existiert. Und das findet statt. So, wo grätscht man da rein? Also ich sehe halt im Moment zwei Extrempositionen, die ich beide ziemlich albern finde und befinde mich sozusagen zwischen allen Stühlen auf meinem Thron. Du weißt Bescheid. Die Extremposition auf der einen Seite ist eben die in den digitalen alternativen Medien vorherrscht und da ist es ja wirklich so, wir stehen praktisch 1933 kurz vor der Machtergreifung des Faschismus. Das ist ja auch ein Bezug, den Ken in diesem Video direkt macht. Er vergleicht das mit 33 und mit 89. Ich meine, 89, es geht ja noch einigermaßen, aber mit 33 ist schon echt so. Und die sind also in dieser auch hysterischen Stimmung. Wenn wir jetzt nicht sofort agieren, dann landen wir praktisch alle im KZ oder sonst wo, ja, im Faschismus. Und die andere Seite ist aber eine Linke, die ich eben hier in Thüringen auch als Landesregierung erlebe, die praktisch jeglichen Versuch, eine eigenständige Haltung überhaupt zu entwickeln, aufgegeben hat. Die einfach nur noch das macht, was alle machen. Ich habe Bodo Ramelow versucht, dahin zu kriegen, dass er über die Situation der Künstler und Kulturschaffenden in diesem Land deutlich Alarm schlägt, nachdem er sich hauptsächlich damit beschäftigt hat, zu problematisieren, dass die Gottesdienste nicht stattfinden. Und das hat er letzten Endes nicht gemacht. Und es ist auch so, dass es eine große Bereitschaft ja gibt in der Bevölkerung, jede Form von Datentransfer an die Tech-Riesen freiwillig zu machen. Also wir nutzen das ja alle und geben alle unsere Daten her. Und das heißt, dass auch totalitäre Tendenzen nicht unbedingt durch Sturmtruppen durchgesetzt werden, die jetzt irgendwie Gewerkschaftsgebäude stürmen, sondern vielleicht einfach durch eine gut angelegte Kampagne, die dir halt klar macht, dass du jetzt diese neue App brauchst oder so. Und da sehe ich natürlich schon auch große Gefahren. Der Hauptkonflikt aber dahinter, wenn es um die digitale Szene geht, ist, dass die ja den Virus entweder für eine völlig normale Grippe halten oder als einen Fake betrachten. Und deswegen gehen sie eigentlich davon aus, also so ein Schlagwort, was da unterwegs ist, ist ja auch, das ist der 11. September 2.0. Sie gehen also davon aus, man hat es hier mit einer völlig inszenierten Geschichte zu tun, die einfach jetzt genutzt wird, um diese Art von Machtergreifung ins Werk zu setzen. Und da kommt eben auch diese zum Teil schon wirklich sehr hysterische Stimmung rüber. Und Ken hat ja in einem anderen Video sich als Joker geschminkt.
Und das ist ja sozusagen auch irgendwo auf einer gewissen Ebene sehr metaphorisch richtig vielleicht. Also ich fand den Joker-Face von Ken der ehrlichste Ausdruck, den er gewählt hat, ja. Mhm. Weil passend auch zu dem, wie ich die Sache empfinde, dass er wirklich richtige Scheißerfahrungen gemacht hat, die absolut ungerecht auch behandelt worden ist in seine Geschichte, dass er jetzt sozusagen einfach alles abfackeln will. Ja? Ich finde, das trifft es wirklich gerade sehr gut. Aber lass uns doch vielleicht mal, um das zu verstehen, warum diese Denke so irre ist, ja, vielleicht auch mal tatsächlich konkret über Bill Gates und WHO sprechen. Ne? Weil diese Virus, und wir gehen immer davon aus, dass er kein Fake ist, obwohl wir nicht genau wissen, wie gefährlich der ist, zeigt ja die Notwendigkeit einer Weltgesundheitspolitik. Und es ist ja nicht der erste Virus, der auftritt. Wir haben Ebola gehabt. Wir haben viele, viele Probleme gehabt, wo man gemerkt hat, man braucht Weltgesundheitspolitik. Gleichzeitig ist es so, dass die WHO in den letzten Jahrzehnten kaputt gespart worden ist. Und zwar ausgehend von den Vereinigten Staaten USA, die ihre Beiträge eingefroren haben, hat es dazu geführt, dass eine massive Finanzierungslücke entstanden ist. Als die Ebola ausgebrochen ist, hatte WHO keine Kassen, um darauf zu reagieren. Ja? Und erst nach Ebola ist zum Beispiel ein Nottopf entstanden, der in 24 Stunden mobilisiert werden kann. Das ist die Situation der WHO. In diese Lücke ist Bill Gates mit seiner Stiftung eingesprungen. Das heißt, die Lücke, die die Staaten aufgerissen haben, mit der Unterfinanzierung von wichtigen Behörden, hatte es möglich, dass private Investoren da reingehen und da Geld reinschießen. Jetzt, wie bewerten wir das? Und ich muss jetzt mal was sagen, was vielleicht die ganzen Leute, vielleicht holen jetzt ihr Messer raus und so. Bill Gates hat Millionen von Leben gerettet. Und zwar mit den Milliarden, die in die WHO eingesteckt hat. Ganz konkret war es im Kampf um Ausrottung von Polio. Eine Krankheit, die Kinder zu Kinderlähmung geführt hat. Das ist mit Mitteln von Bill Gates und Melinda Gates Stiftung beseitigt worden. Also das ist die eine Teil der Realität, dass mit diesen Geldern natürlich vieles Gutes auch passiert ist, was die Staaten nicht gemacht haben. Gleichzeitig ist es natürlich so, drei Sachen. Erstens, diese ganzen Gelder machen sich die Behörden abhängig von diesen Finanziers und diese Gelder sind auch gebunden an den Wunsch von den Finanziers. Das heißt, Gates und andere Privatinvestoren sagen, wir wollen, dass diese Behörde dies und das macht. Also man muss sich vorstellen, die Polizei ist unterfinanziert, da kommt ein Milliardär, der sagt, okay, ich gebe euch Geld, aber ich will, dass die Polizei nur noch das und das macht. Ja, das ist ein Riesenproblem. Zweitens ist es so, dass Investoren wie Gates sehr daran interessiert sind, dass es schnelle Erfolge gibt, damit sie mehr Geld akquirieren können. Ja? Und schnelle Erfolge wollen sie über Technik organisieren. Ja? Und wenig an langfristige Strukturen, an Gesundheitssysteme, sondern langfristige Investitionen, um wirklich die Ursachen von Krankheiten zu bekämpfen, setzt man hier auf reine technische Lösungen, um mehr Geld zu akquirieren. Und das größte Problem ist natürlich, dass durch solche Stiftungen und die Investoren da drin Großkonzerne Einfluss gewinnen auf die WHO, auf die Behörden und Großkonzerne in dem Falle auch Tabakindustrie, Alkoholindustrie und Big Food, also große Essenskompanien, die eigentlich die Ursache von Gesundheitsproblemen sind. Die Zuckermafia kriegt quasi Einfluss in die WHO über die Bill und Melinda Gates Foundation. Das ist eine widersprüchliche Geschichte. Und ich finde, mit der Differenziertheit muss man da rangehen. Und die Lösung kann eigentlich nur sein, dass die Staaten ihre Beiträge erhöhen. Da müsste Deutschland damit anfangen. Dabei hat die USA gerade angekündigt, dass sie weitere Beiträge der WHO streichen wollen, um wahrscheinlich dann diesen Einfluss noch zu erhöhen. Man muss aber auch dazu sagen, diese Firmen kommen nicht nur über die Bill und Melinda Gates Stiftung in die WHO, sondern die sind teilweise als Firmen selber schon mit drin, als Consultants und als Finanziers. Petra, die Privatisierung der Weltgesundheit, das ist ein Problem. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Problem und natürlich auch, dass dieses ganze Wissen, diese ganzen Algorithmen, die in Zukunft unser Leben bestimmen werden, in privater Hand sind. Ja, dass die in Privatbesitz sind und keiner demokratischen Kontrolle unterliegen. Und man kann ja auch festhalten, dass diese Chefs im Silicon Valley keine Demokratiefreunde sind. Peter Thiel hat 2009, das ist der Begründer von PayPal, der hat 2009 einen Aufsatz geschrieben, wo er explizit reingeschrieben hat, Demokratie und Freiheit sind nicht mehr kompatibel.
Was er meint, das ist natürlich unternehmerische Freiheit, die er da beschränkt sieht. Petra, noch eine Frage hätte ich noch. Du hast in der letzten Zeit, das weiß ich, sehr, sehr schockiert auf diese Demos auch reagiert. Es hat auch schon angefangen während der Fridays for Future Demos und der Diskussion um Greta Thunberg, dass sich dein ehemaliger Partner Ken Jebsen konträr zu dir positioniert hat und wo du auch gesagt hast, hey, okay, also in diesen Diskussionen verlieren wir jeglichen oder verliere ich jeglichen Bezug zu ihm und da ist er tatsächlich auf Abwägen. Wie gefährlich ist das, was jetzt passiert? Ja, also es gibt so Leute wie diesen veganen Koch, der ankündigt, in den Untergrund zu gehen. Das nimmt ja schon wirklich psychotische Ausmaße an. Man kann feststellen, der Wahnsinn greift um sich, aber wie gefährlich ist sowas? Ja, vielleicht ganz kurz diese Geschichte zu erzählen. Ken hat dich ja von mir gelöst Anfang 2018. Und wir waren, wie gesagt, eigentlich, ich habe ihn als einen sehr guten politischen Freund und einen sehr loyalen Menschen auch erlebt. Das muss ich dazu, hat Flo ja gesagt. Wir sind durch dick und dünn gegangen, weil der hat wegen mir auch viel einstecken müssen von Rechten, weil ich habe ja in KenFM sozusagen immer harten antifaschistischen Kurs gefahren, was so massiven Shitstorms immer auch geführt hat, zusammen mit Florian. Aber der hat uns immer gedeckt. Ja, wir sind durch dick und dünn gegangen und diese Trennung war schon nicht ganz sauber, weil kein ehrliches Gespräch darüber gab und so weiter. Also menschlich war ich da ein bisschen enttäuscht, habe ihn aber immer noch als politischen Freund gesehen und das Problem war kurz, nachdem ich und Flo da raus waren und auch Evelyn Hechkalinski, war ja bei allen Problemen auch eine ganz harte Kurs gegen AfD hatte. Also wir hatten es gab so einen Schirm, ja, der KenFM sozusagen gegen rechts immunisiert hat. Kurz nachdem wir alle raus waren, hat Ken sozusagen ein Selfie von sich machen lassen mit AfDlern irgendwo in Russland. Ja. Das war schon so ein Signal, wo ich dachte, oh, das ist ein bisschen scheiße, wenn man sowas macht. Aber gut. Und es gab zwei Sachen, die mich sehr, sehr entfremdet haben. Das eine waren die Berichterstattung von KenFM anhand der Ereignisse in Chemnitz, wo es ja diese Mord gab und die Nazis die Trauer quasi gekapert haben, die es darüber gab. Und wo KenFM erst auch sehr kritisch über diese Nazis berichtet hat, dann einen Shitstorm bekommen hat dazu und dann ihre Position dazu geändert hat. Quasi dann die Position von Georg Maaßen übernommen haben. Also ausgerechnet den Verfassungsschutzchef, der die ganze NSU-Zeit und so weiter, die ganze Zeit eigentlich den dreckigen deutschen Tiefenstaat mit angeführt hatte. Das hat mich sehr entfremdet. Und die Geschichte mit Greta Thunberg, ey, man muss dazu sagen, man kann Kritik haben an Friday for Future. Ist gar keine Frage, auch innerhalb der Linken wird das kritisch diskutiert. Ja, man kann zu alles miteinander diskutieren und Kontroversen führen. Aber die Art und Weise, wie KenFM das gemacht hat, nämlich sich eine ekelhafte Art, ja, sagen Gretas Weinen mit gleichzusetzen mit der Brutkastenlüge, die das zu dem Golfkrieg damals geführt hat, ja, und sich auch also die Geschichte der Tochter eines Diplomaten, die anscheinend gesehen hat, wie irakische Soldaten Kinder aus Brutkästen herausreißen und das dann vor irgendeinem UN-Ausschuss erzählt hat, was dann zum Irakkrieg geführt hat. Genau. Und das sozusagen gleichzusetzen mit Gretas Wutreden, sagen, haha, das ist ein noch besseres, weil sie noch Asperger hat und so. Ja? Also das fand ich absolut unter aller Sau. Und genauso wie man, wie gesagt, Kontroversen, wo Ken auch so angegriffen und dreckig angegriffen worden ist, habe ich ihn auch immer verteidigt damals. Und das war so eine, für mich eine absolute rote Linie. So was macht man nicht. Es ist so eine ungesunde Energie, die dadurch gekommen ist. Und so, jetzt zu deiner Frage, wie gefährlich ist das? Das ist sehr gefährlich, meiner Ansicht nach, diese psychotische Energie, die da aufgebaut wird. Weil erstens, wie gesagt, bei allem, was da auch vielleicht an richtige Sachen angesprochen werden, es wird eine Welterklärung aufgebaut. Zwei Menschen beherrschen die Welt, ja, haben uns okkupiert und der Faschismus wird installiert, was meiner Ansicht nach Vergiftung der Köpfe ist, was absolut Verdummung der Menschen führt, statt aufklärisch zu sein. Gekoppelt mit verhaftet sie alle,
ich muss mal dazu sagen, ey, da geht es auch um ganz feine Unterschiede. Ja? Es gab eine Bewegung in Argentinien, die ich toll fand, 2001. Das hat die globalisierungskritische Bewegung sehr beeinflusst. Sie hatten eine Parole, que se vayan todos. Sie sollen alle gehen. Ja? Das ist so eine Art, ey, das ist alles korrupt, das passt alles nicht. Das politische System, die sollen weg. Wir machen es selber. Ja? Wir emanzipieren uns. Das war ein emanzipatorischer Ruf. Aber verhaftet sie alle, ja, ist ein Bürgerkriegsruf. Ja, das hat mit demokratischer Kultur nichts zu tun. Ja, und also mal als kleine Illustration dazu. Ja. Also ich habe ja ich hab noch einen dritten Punkt, aber mach das mal. Ein traurigeres Erlebnis noch, dass Rubicon, ein Magazin, das ich mitgegründet habe und was eigentlich genau die Aufgabe haben sollte, die nicht total durchgeknallten Teile der internetsozialisierten Szene zu vernetzen mit der, sagen wir mal, open-minded Fraktion der alten Linken. Und die sind ja auch voll in diese Notstand neuer Faschismus Richtung abgezischt. Und da schreibt ein Autor von Rubicon, ich nenne den Namen jetzt nicht, weil ich die Mail nur intern habe, an eine Reihe von ehemaligen Offizieren der Bundeswehr, lieber XYZ, Als ehemalige Militärs habe ich eine kurze, aber wichtige Frage an euch und bitte um eure Einschätzung. Gibt es noch verfassungstreue Polizei- und Militäreinheiten, die dem grauenhaften Spuk des Merkel-Regimes ein Ende setzen könnten, oder sind die jetzt sämtlich eingenordet? Das heißt also im Grunde, der hofft jetzt auf eine Art Militärputsch gegen Merkel und so. Und das zeigt einfach, in welcher Stimmungslage da gerade agiert wird. Und also gefährlich oder nicht gefährlich, es ist auf jeden Fall nicht gesund. Und was aber die mögliche Gefährlichkeit angeht, muss man sagen, ist wirklich lohnenswert, Leon Feuchtwanger zu lesen, den Roman Erfolg. Ein historischer Roman, der den Aufstieg der Nazis in München Anfang der 20er Jahre beschreibt. Und du siehst da eben eine unglaubliche wabernde Melange von Spinnern jeglicher Art. Es gibt die Inflationsheiligen, ja, die mitten in dieser Inflation, dann hast du irgendwelche Anthroposophen, Leute, die eine neue Weltformel gefunden haben, Zinskritiker, völkische Leute, Linke aller. Und aus diesem ganzen Sud steigt etwas Neues empor. Und insofern, was doch sehr auffällig ist, ist im Moment, dass das einen Massenanklang sondersgleichen hat. Darauf wollte ich auch noch kurz zu sprechen kommen, ja, weil dieser Massenanklang, den wir gerade erfahren, ist so, ey, die Leute sind verunsichert, die Menschen sind psychisch sehr belastet. Ich bin selber psychisch sehr belastet, ja. Ich kann seit Wochen niemanden umarmen, ich bin Tango-Tänzer, das ist nicht gesund für mich gerade, was passiert, außer meine Freundin zu umarmen, so. Das ist so, es gibt wahnsinnige psychische Belastung. Ich bin noch privilegiert, ja. Wir wollen nicht von häuslicher Gewalt reden, von Menschen, die wirklich in schlimmen Situationen sind, wegen einem Lockdown. Dazu kommt der ganze soziale Ängste. 10 Millionen Menschen sind auf Kurzarbeit, viele Betriebe gehen pleite und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass in dieser Zeit von der großen Verunsicherung und von großen psychischen Belastungen so eine psychotische Energien gerade wirklich sich massenweise verbreiten. Aber die Frage ist halt auch, was können wir machen? Ja? Und ich würde gerne die Debatte vielleicht ein bisschen dahin lenken, was wir da machen können. Das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Entschuldigung. Was machen wir? Was müssen wir anbieten? Also am 1. Mai gab es ja immerhin auch in Kreuzberg ein massenhaftes auf die Straße gehen und ein massenhaftes Einfordern der Grundrechte. Ja, also das war ja schon auch zumindest ein Zeichen, dass die linke Szene zumindest in Teilen auch das Problem der Einschränkung der Grundrechte wahrnimmt und sich dagegen auflehnt. Was machen wir? Also ich möchte erstmal die Konfliktzone erweitern, indem ich mich meinerseits in eine ganz andere Richtung ziehe. Mein Hauptproblem, das ich mit dieser ganzen Stimmungslage, in die sich eben KenFM, Rubicon und Co. hineinmanövriert haben, habe, ist, dass ich selber der Meinung bin, Corona ist das Allerbeste, was uns passieren konnte. Und jetzt, ich weiß, dass da Leute dran gestorben sind. Und ich weiß, dass viele Existenzen vernichtet werden. Nur dasselbe, was mich 2014 zu den Mahnwachen getrieben hat,
treibt mich bis heute an. Und es ist ein klares Bewusstsein, dass wenn das so weiterläuft, wie das die letzten 20, 30, 40 Jahre gelaufen ist, die Katastrophe, die da global daraus resultieren wird, alles Vorstellbare in den Schatten stellen wird. Jetzt insofern natürlich häusliche Gewalt sprichst du an. Ja? Keine Frage, dass in dieser Corona-Krise da Leute fürchterlich gelitten haben. Ja, ich habe aber gestern von einem Freund gehört, der nimmt jetzt in seinem Gartenhäusel gerade eine Bekannte auf, die jetzt gesagt hat, es geht nicht mehr und die jetzt von dem Macker, der sie die ganze Zeit verprügelt, auszieht. Ja, aber die hat jahrelang bei dem gewohnt und hat sich jahrelang verprügeln lassen. Und jetzt in Corona hat sie diesen Punkt gehabt, wo es nicht geht. Es mag das für sie ein Glücksfall sein und so weiter. Lufthansa soll jetzt ein zweites Mal mit 9 Milliarden Steuergelder gerettet werden, nachdem sie in der Bankenkrise schon mal ein paar Milliarden bekommen haben. Da sage ich, lasst die Lufthansa verdammt nochmal pleite gehen. Die Luftfahrtindustrie in dieser Form ist eh das allerletzte. Mit diesen 9 Milliarden kann ich nicht nur die Leute, die bei der Lufthansa jetzt dann arbeitslos werden, fürstlich ausstatten. Sondern mit dem Geld könnte ich auch den Nahverkehr und den Fernverkehr so anschieben, dass alles zu spät wäre. Wenn man sich anschaut, dieses Runterfahren der Wirtschaft, dieses zum Erliegen kommen des gesellschaftlichen Alltagswahnsinns, hat ja wahnsinnig vielen Leuten total gut getan. Das muss man auch mal sagen. Wir haben Burnout als Massenphänomen. Ich meine, die Leute aus dieser Hygienedemo-Richtung reden sehr viel über die steigenden Selbstmordgefahren jetzt durch den Lockdown. Und das will ich absolut nicht runterspielen, weil es ist für viele Leute eine schlimme Erfahrung. Ja, aber bitte, die Selbstmordraten steigen ja seit Jahren. Die idiotischen Tode, Diabetes als Massenphänomen, durch ungesunde Ernährung, das entwickelt sich ja ohnehin in eine katastrophale Richtung. Und deswegen muss ich sagen, ich glaube, dass wir das nach vorne auflösen müssen, indem wir eine neue Welt jetzt konstruieren, die eben diese Corona-Pause als eine Chance begreift. Also BMW entlässt jetzt 6.000 Leute zusätzlich nochmal durch Corona. Das ist für diese 6.000 Leute total beschissen, natürlich. Ja, aber auch die Autos. Aber um eine Roboterfirma aufzukaufen und sich ja dann jetzt voll automatisieren. Also die Illusion zu haben jetzt, also dass wirtschaftlich eine 180-Grad-Wende einsetzt und dass wir dieses Runterfahren hinüberretten können in die Zeit der neuen Normalität, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Aber da müssten wir tatsächlich sehr, sehr viel besser organisiert und sehr viel besser aufgestellt sein. Genau. Und da müssten halt dann eben ganze Belegschaften mitmachen, Stadtteile mitmachen. Da müsste ein Großteil der Bevölkerung mitmachen. Was ich sehe, ist aber, dass ein Großteil der Bevölkerung auf die Straße rennt, um zu sagen, ey, wir wollen wieder ackern gehen, damit wir unsere Miete auch wieder bezahlen können. Ja, also auf der anderen Seite müsste man auf die Straße gehen und sagen, nein, wir zahlen keine Miete mehr, weil Eigentum Diebstahl ist. Punkt. Da rennt ja nach wie vor bei Weitem jetzt, also natürlich keine Mehrheit von Leuten da auf die Straße. Aber weißt du, ich denke schon, dass es so ist, dass wir haben einen unglaublichen Transformationsprozess, der für meine Begriffe ja gestartet ist 2018 mit diesem Dürresommer, wo so ungefähr der vorletzte Depp noch gecheckt hat, dass das mit der Umweltkatastrophe vielleicht real wird. Dann hattest du daraufhin Fridays for Future, es hat die ganze Welt in Pro und Contra zerrissen über genau diese Fragen. Jetzt kommt Corona hinterher. Also wir haben es mit einer gewaltigen Transformation zu tun, in der wir uns befinden. Und ich glaube eben, wenn du dir mal anschaust, warum ist Ken letzten Endes auch in diese Richtung gegangen, dann hat es auch damit zu tun, dass die Linke in der Zeit, wo er sozusagen mit ihr geliebäugelt hat, ja eigentlich nur Niederlagen eingefahren hat. Also wir waren mit Ken im Flugzeug gesessen nach Athen und dachten, geil, die haben das Referendum gegen die EU gewonnen, haben uns also vorgestellt, wir kommen dann in eine rote Stadt, alles mit roten Fahnen beflaggt, jubelnde Arbeitermassen auf den Straßen. Ja, wir kommen dahin und Tsipras hat das Memorandum unterschrieben, also das Spardiktat von Schäuble. Und wir kommen in die Syriza-Zentrale da rein. Petram hat einen alten Kumpel, wollen da drehen. Alle sind total irgendwie down und wollen sich nicht vor der Kamera... Wir waren im Pressebüro von Tsipras, ja? Und der Pressesprecher saß da, der alte Kumpel von mir,
Und er meinte, gerade heute, gerade jetzt kündige ich, ja, weil es ist vorbei. Das war die Situation. Die Linke, die wir kennen, vorgeführt haben, die war vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so, dass sie versprochen hat, besonders wirkungsmächtig zu sein. Ja, und das ist eine Sache, die halt mich ja auch übrigens aus Berlin vertrieben hat, dass ich mir gedacht habe, ich möchte echt lieber in Südthüringen in so einem kleinen Kaff scheitern bei dem Versuch, etwas tatsächlich zu machen, als noch 100 Jahre auf linken Veranstaltungen in Berlin rumzusitzen und mir da irgendwie die Köpfe heiß zu reden mit Leuten, die am Ende nicht viel machen. Ja, das ist ja auch ein bisschen, was wir vorhaben, ne? Das wirklich machen. Ich würde ganz kurz eine Sache ergänzen. Ich bin da ganz bei Flo. Markus hat es ja auch am Anfang der Krise gesagt, ja. Wir dürfen nicht zum alten Normal zurück. Ich glaube, das ist das Wort, was wir jetzt stark machen müssen. Ich will aber ganz kurz aber trotzdem auf diese Demos, auf diese Stimmung, auf die Leute, die Ken Jebsen gerade weiter verbreiten, zu sprechen kommen, weil auf der einen Seite ist es wirklich gefährlich. Wir haben das Joker angesprochen. Joker erschießt die Symbolrepräsentanten des Systems, aber der Aufstand, der Joker anzettelt, führt dazu, dass auf der Straße einfach andere Leute, einfach alle sich gegenseitig abmetzeln. Und ich habe ein bisschen Angst, dass Sündenböcke gerade wieder, dieses auf Sündenböcke draufhauen, dieses sagen, ich suche mir die Verantwortung dafür tragen. Verhaftet sie alle. Die zwei da oben, das kann sich auch schnell ändern. Es geht jetzt auch gegen Drosten. Ja? Und wenn man sich die Geschichte von Epidemien und Pandemien anschaut, auch nach der Pest gab es genau diese Dynamik. Ich habe gelesen bei, ich weiß gar nicht, welche Zeitung das war, dass dann die Ärzte gejagt worden sind. Die Juden natürlich immer, ja, damals, aber auch die Ärzte würden verjagt. Also das ist eine Gefährlichkeit, ja, die da drin ist. Auch die Priester übrigens, weil man ihnen vorgeworfen hat, dass sie mit ihrer Connection zu Gott das nicht verhindern konnten. Ja, also alle möglichen Sünden, wenn das hier steht. Und Drosten mit seiner Connection zum Herrscher der Welt hat es auch vergeigt. Ja. Mit den Millionen, die er von Gates bekommt, genau. Ich finde es wichtig, dass wir im Dialog bleiben. Das will ich nochmal ganz wichtig sagen. In meiner Freundeskreise, in meiner Blase, es gibt Leute, wo ich sage, ey, das ist so balabala, ich entfreunde die jetzt. Aber ich rufe auf, mach das so wenig wie möglich. Bleibt miteinander im Dialog, und zwar egal, auf welche Seite ihr seid. Weil, wie Flo meinte, man hat auch trotzdem Gemeinsamkeiten, und im Dialog kann man vielleicht auch schaffen, zu etwas mehr Differenzierung zu kommen. Dass ja, alle mal ein bisschen selbstkritischer werden. Dazu vielleicht ein Punkt, weil Markus, du hast doch diese Sendung kürzlich gemacht mit rechten Reden, Fragezeichen, ja? Und da möchte ich zwei Sachen kurz sagen. Das eine ist, auf dem Höhepunkt, also die erste Sache, die wir gemacht haben, als wir in die Mahnwachen rein sind, war ja, wir haben sofort gegen Jürgen Elsässer gefrontet. Und unser Hauptpartner in der Sache war Ken Jebsen. Ken hat einen offenen Brief mit unterschrieben, dass Jürgen Elsässer auf den Mahnwachen nichts verloren hat und da nicht mehr auftreten soll. Eine Geschichte, die auf der Linken niemand wahrgenommen hat, niemand erzählt hat, sondern sie haben jahrelang später, die Junge Welt, ja, bei Junge Welt, wo Elsässer ewig geschrieben hat, die wirft jetzt Ken bis heute vor, dass Elsässer bei ihm, wo ich sagen muss, also hätte Junge Welt genug Dreck am Stecken selber. Auf dem Höhepunkt dieser Mahnwachengeschichte hat Ken angeboten, wir machen einen Talk, ich, Elsässer und er moderiert. Und ich, weil alte Antifa-Schulung, mit Rechten rede ich nicht, habe gesagt, mache ich nicht. Ich kann echt nur sagen, ich beiß mir bis heute in den Arsch, dass ich es nicht gemacht habe. Weil ich mir wirklich, da kann man jetzt sagen, bin ich arrogant oder sowas, bin ich auch, aber mit dem Elsässer, ich glaube, das hätte ich hingekriegt, dass der nicht besonders gut ausschaut. Und Ken hätte das sicher so moderiert, dass ich auch gut ausgeschaut hätte in der Situation. Anderes kleines Beispiel, nur ganz kurz noch. Hier in meiner dörflichen Umgebung habe ich ab und zu so Therapienazis, wie ich die nenne. Ja? Und da habe ich jetzt zum Beispiel einen gehabt, 16-Jähriger, spricht mich an und ja, ob ich sein Mentor werden möchte. Sage ich, wie, was, wo, ja, er würde mich verfolgen im Netz und er will von mir lernen und pipapo, sage ich, ja, okay, denk. Sehe ich, auf dem seinem Profil hat er ein Bild von den Identitären. Ich sage, Alter, was ist denn mit dir jetzt so? Jetzt habe ich mit dem ein bisschen diskutiert, jetzt ist er halt christlicher Fundamentalist geworden und schreibt mir die ganze Zeit irgendwie eine Sache von Jesus, sage ich, okay, ein Teilerfolg. Aber verstehst du, meine grundsätzliche Haltung ist, dass ich um Menschen kämpfen möchte und dass ich Menschen nicht einfach leichtfertig aufgebe.
Ich sage aber auch, was Ken und diese Szene angeht, und da bin ich vielleicht selbstkritischer als Supertramp, aber da haben wir schon viel auch einfach nicht sehen wollen, was andere schon lange gesehen haben, weil es irgendwie halt auch so geil war, weil es Spaß gemacht hat, weil es Reichweiten da waren und irgendwie ein cooles Projekt war und so weiter. Und vielleicht auch, weil wir unser gehöriges Maß an Narzissmus eben auch selber bewirtschaften mussten. Na gut, das kann man alles diskutieren, aber ich finde trotzdem, man muss auch fair sein und sich die Zeit genauer anschauen, ja? Weil in dieser Zeit, wo Ken die Nähe zur Linken gesucht hat, und wir waren ja die Brücken, ja, hat es auf KenFM keine großen Sachen gegeben, wo man sich am Kopf fassen musste. Als Pegida aufkam, hat Ken Pegida volle Granate. Frontal, einmal drauf, auf Pegida. Wir haben auf AfD draufgedrescht. Ja, draufgedrescht. Ich glaube, ein Wendepunkt war, als Trump gewählt worden ist. Das war ein Wendepunkt 2016. Ja, aus dem Hass gegen das Establishment, gegen Clinton und aus dieser Linie, der ist besser zu Russland. Wir hatten auch unsere Differenzen, Flo, wenn du dich erinnern kannst, wo man das Gefühl hat, okay, da gab es eine Verunsicherung. Ist es nicht irgendwie toll, dass Clinton verloren hat? Das war für mich erstes Problem. Aber davor muss ich sagen, inhaltlich stimmt es nicht. Man kann es an persönlichen Fragen machen. Ich will nur eine letzte Sache noch loswerden. Eine letzte Sache, das ist mir sehr wichtig. Dass Ken so geworden ist, wie er geworden ist, das haben sich auch die Linken auf den Zettel zu schreiben. Die junge Welt, Ken, ich habe das ganz genau mitbekommen. Ken Jebsen hat unglaubliche Nähe gesucht zur jungen Welt. Und die haben ihn einfach verarscht. Und die haben gelogen, bis das Bogen gebrochen ist. Ja? Und diese Erfahrung traumatisieren natürlich Menschen. Und da kann ich nur sagen, auch mit dieser ganzen Geschichte, die jetzt so läuft, mit diesen ganzen Mobilisierungen, die entstehen, lass uns mit der Pinzette arbeiten, lass uns sachlich bleiben, differenziert sein, aber nicht mit Holzhammer alle irgendwie zu rechts erklären, die nicht in unsere Blase sind. Korrekt, unbenommen stimme ich auch Florian zu. Auch ich habe diese Sozialarbeiter-Gen in mir und möchte um jeden Menschen kämpfen. Das wird mir oft genug vorgehalten. Was es mit den Traumata da auf sich hat, das mag dahingestellt sein. Ich habe heute ein Video gesehen, das wurde dann auch nochmal auf Friedensdemo Watch gepostet, wo Ken Jebsen 2014 schon davon erzählt, dass Zugvögel eben auch keine Demokratie brauchen, sondern einfach irgendwie so zusammen in den Süden fliegen. Was ich festhalten möchte und was ich einen sehr schönen Satz fand, Petram, und was der Unterschied ist zwischen einer basisdemokratischen und demokratischen Revolution und einer staatsführigen Revolution, ist dieses verhaftet sie oder weg mit ihnen. Geht einfach. Das ist die Losung, die ausgegeben wird, wenn man denkt, dass hier alle korrupt sind. Geht alle nach Hause, wir machen selber. Wir regieren uns selber und wir brauchen auch keine starke neue Macht, die dann die Kraft hat, diese Leute zu verhaften. Und was ich auch noch festhalten möchte am Ende dieser Sendung, die Lösung kann nur kollektiv sein. Sie besteht eben nicht in messianischen Figuren, sie besteht auch nicht in messianischen Einzelkämpfern. Es kann nur eine kollektive Lösung sein. Und mit diesem wunderbaren Ausblick und vielleicht auch noch dem kleinen Programmtipp. Nächste Woche Donnerstag wird es den zweiten Teil unserer Veranstaltung organisiert euch geben. Könnt ihr zuschalten, wird eine Live-Zoom-Diskussion sein. Ines Schwertner wird am Start sein. Michael Prütz wird wieder am Start sein. Es geht darum, wie fange ich eine Organisation überhaupt an? Brauche ich dazu eine Organisation, eine Kampagne im Hintergrund? Oder kann ich einfach auch so mal losgehen, um meine Nachbarschaft zu organisieren? Schaltet ein. Die Links, in welchem Raum das Webinar angeboten wird, werden verbreitet. Florian, Petram, ich bedanke mich bei euch, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt. Und ansonsten verabschiede ich mich. Das war Come On Jetzt.